Willkommen zurück zu .hack Mutation. Wir haben uns beim letzten Mal einen Viruskern E besorgt, damit wir eine wirklich große neue Mission antreten können. Auf so einen wichtigen Auftrag nehmen wir auf keinen Fall Nuke Usagimaru mit. Ja, auf Wiedersehen, Kollege. Dafür nehmen wir uns einen unserer momentan stärksten Charaktere, nämlich Elk. Der ist verdammt gut ausgerüstet für einen Wave Master. Ja, ich hoffe, du wirst tatsächlich hilfreich sein, lieber Elk. Du hast genügend SP, um uns dauerhaft zu unterstützen, hoffe ich. Ja, erweckend, verwirrend Urteils, untersuchtes Gebiet, wie von Lios gefordert. Datenverschmutzung ist hier mal wieder sehr hoch. Ein Level 34 empfohlenes Gebiet. Geschützt, geschützt, geschützt. Können wir per Warp nicht einfach betreten. Also wird es Zeit, das Tor zu hacken. Und wir sehen, dass wir ganz viele Kerne brauchen. Erstmal zwei M-Kerne. Die sind sowieso Story-Kerne, die wir haben müssen an diesem Punkt. Und dann brauchen wir ein E und ein D. Ds haben wir ganz viele, Fs haben wir ganz viele. Wir hatten keinen einzigen E-Kern, bis wir extra losgezogen sind, um einen verdammten E-Kern zu besorgen. Und wir werden in der Zukunft garantiert noch mehr E-Kerne brauchen. Also werden wir noch mehr mittelgroße Gegner die Daten entziehen müssen, damit wir hoffentlich mal ein paar mehr E-Kerne kriegen können. Sonst werden wir in der Zukunft noch ein, zweimal losziehen müssen, um E-Kerne irgendwo herzukriegen. Was ich persönlich als etwas nervtötend empfinde, wenn man sich schon die Mühe macht, jedes Nebengebiet zu spielen und alle möglichen Daten zu entziehen, andauernd Verschmutzungen abkriegt und so weiter und so fort. Naja, da sind wir auf jeden Fall in der Abenddämmerung und das Level hier spawnt einen praktisch in Gegner rein, ist wunderbar. Aber Zwischensequenz, deswegen können sie uns nicht angreifen. Auch schön. Außerdem ist unser dritter Charakter nicht dabei, hat man sich nicht die Mühe mitgemacht. Ja, natürlich sind hier Geräusche. Es ist ein Datenbuggebiet. Das ist jedes Mal in solchen Gebieten, dass wir so einen Unfug hier haben mit Fehlern und himmelkomisch und was nicht alles. Ja, obwohl hier irgendwas gespawnt ist, kriegen wir die Möglichkeit, einen Grunti zu rufen, weshalb wir die Encounter da vorne erstmal vermeiden können. Ich möchte nach Möglichkeit, weil wir im Dungeon genug zu tun kriegen, eher im Dungeon kämpfen als hier draußen. Ja, dann schmeißen wir hier vorne in die Mistquelle erstmal wieder eine Goldaxt rein, weil Mistquellen wollen wir auf keinen Fall hinter uns lassen. Immer noch im Monsieur Level 1. Meine Güte, nicht mal die Level 2 Kerle hier. Ja, ciao. Unter uns und so weiter. Mark, nehmen wir zum Trost noch eine Goldaxt und noch eine Silbaxt unser Inventar hinzu. Ciao, ciao. Die können wir bei irgendwelchen NPCs in der Stadt vielleicht irgendwann mal gegen was Sinnvolles vertauschen. Ring, du hast jetzt Silbaxt, du hast jetzt Goldaxt, du hast jetzt noch eine Goldaxt. Und jetzt kannst du weitergehen. Schlüsselgegenstand, edler Grunti, wieder zurück zu uns und ab in den Dungeon hinein. Wenn wir erstmal im Dungeon sind, können wir dann noch anfangen durchzubuffen, damit die Buffs möglichst lange halten. Jetzt haben wir vorne irgendwo ein Symbol, spontan nicht. Auch kein Futter oder sowas. Na gut, dann nicht. Dann gehen wir einfach in den Dungeon hinein und ignorieren alles, was sich an der Oberfläche befindet. Ist wahrscheinlich auch besser für unsere Gesundheit. The Waldo. Oh, keine Zwischensequenz, wenn wir in den Dungeon reingehen. Also dann, es wird Zeit. Ausrüstung wechseln. Wir brauchen die Zeitklingen, damit wir Updo casten können. Black Rose kriegt erstmal andere Ausrüstung, weil sie braucht Rixheim und Regime, wenn sie durchbufft, damit unser Team perfekt vorbereitet ist. Und Stärkungsskills. Elk hat natürlich nichts, der steht da direkt mal, oh, tut mir leid, ich kann nichts. Ich schlecht, ich unnütz. Aber immerhin ist er ein guter Wavemaster mit hohen Skills und so weiter. Und wenn Black Rose ihm Regime gibt, dann kann er praktisch unbegrenzt viel zaubern. Das ist sehr, sehr nützlich. Deswegen unbedingt ein Wavemaster dabei, wenn wir Black Rose mit ihrer lustigen Buff-Ausrüstung benutzen können. So, dann noch Abwurm auf unser Team und alles, was wir nicht kriegen, können wir per Buff-Gegenstände rausholen. Rigigim. Jetzt fängt es auch mit den sinnvollen Buffs an. Oh, Rigigim. Es wäre sinnvoll gewesen, wenn die KI so gescriptet gewesen wäre, dass ihre allererste Aktion erstmal ist, Rigim auf sich selbst zu wirken und dann alle anderen Buffs zu machen. Weil, wenn sie komplett durchbufft mit Regim und Rixheim, ist das erste Problem, dass ihr selbst die SP dabei ausgehen, weil das so viel kostet. Wenn sie sich aber selber Regim dabei gibt, dann ist es alles relativ problemlos. Ja, dann Ritterblut an unser Team, weil dafür haben wir gerade keine spontanen Buffs. Dann Jägerblut an unser Team brauchen wir nicht. Moment, wir haben schon Genauigkeit erhöht. Aber magischen Angriff von L können wir noch erhöhen, damit der Elki mehr raushauen kann. Ja, und die magische Genauigkeit können wir auch noch ein bisschen hochholen. So, jetzt fängt es auch an, Rixheim zu zaubern. Okay, warten wir noch eben, bis Black Rose damit durch ist. Dann können wir weiter und auf in die Kämpfe dieses Dungeons hier gehen. Noch einmal Rixheim, bitte. Rixheim. So, alle sind bereit. Elk hat deutlich mehr Buffs, weil er die magischen Buffs noch mit dazu gekriegt hat. Aber wir laufen sofort in die erste Zwischensequenz des Dungeons hinein. Okay, gar kein sofortiger Encounter oder so.
Das sieht schon deutlich gefährlicher aus. Was bist du, deine Weltkarte? Aber was sollst du darstellen? Psst. Das ist der Grund für all die Probleme hier, wie es aussieht. Ich mag deinen Enthusiasmus, Kite, aber du bist in einer Zwischensequenz, von daher kann das unmöglich funktionieren. Sieht's aus, als wäre da irgendwie ein Goblin oder sowas als Form in dieses Ding da eingeritzt. Das sieht merkwürdig aus. Es lief. Das sollte man vielleicht als es ist geflohen oder sowas übersetzen. Es lief? Nein, es lief nicht, Kite. Es lief überhaupt nicht. Du hast keinen Schaden verursacht. Naja, immerhin haben wir sonst keine normalen Gegner hier gefunden. Und eine Kiste, Meteorschwarm. Sieht aus, als hätten wir unsere ganzen Buffs ein bisschen zu früh eingesetzt. Go back! Gibt's hier keine Gegner in dem Dungeon? Du hast jetzt Goldeye. Ja, wir scheinen unsere Buffs wirklich ein kleines bisschen zu verschwenden. Gerade vor allen Dingen Regime und Rick Same, weil hier vorne einfach keine Encounter auftauchen. Na gut, dann untersuchen wir mal den mittleren Gang und finden ein Symbol. Abwachs erhalten. Juhu, Feuerresistenz und Angriff erhöht. Ist jetzt gerade auch nur so semi-nützlich, würde ich sagen. Wieder keine Encounter. Also das hier muss ja schon ein großer Boss-Dungeon sein. Oh, und Kiste mit Ionenschlag und Schwan. Wenn man uns hier so überhaupt keine Gegner vorher gibt. Und nochmal Schwan. Okay, zweites Stockwerk. Hier gibt's Gegner hier drin, Fragezeichen. Ionenschlag, wieder ein starker Zauber. Und der Mond, etwas, was wir überhaupt nicht brauchen können. Aber hey, zusätzlich noch ein Ionenschlag. Die scheinen hier nicht ganz selten drin zu sein. Nächste Zwischensequenz? Jawohl, ja. Sheesh. Sehr cinematisch, dieser Dungeon hier. Da ist er wieder. Sieht nicht aus wie ein normaler Datenbug. Haben wir etwa eine weitere Phase gefunden, die wir bekämpfen müssen? Kite? Nein, dieses Mal greift Black Rose scheinbar. Nein, doch wieder Kite. Kite, go! Yes! Gleiche Animation! Boah, gleicher Sound! Und es funktioniert wieder nicht. Sieht aus wie ein Goblin, der irgendwie drei Fische oder sowas links neben sich hat. Merkwürdig, merkwürdig. Ja, aber wieder kein Schaden und wieder verschwindet das Mistding. Ja, wir jagen hinterher und übersetzen Übersetzungen so, wie wir das meinen, dass sie übersetzt werden sollen. Ja, weiter ab durch die Mitte. Immer noch kein Encounter. Finden wir tatsächlich... Oh, 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 was ist denn hier los? Ein Dungeon-Portal. Oh mein Gott, Gegner, ich bin total geschockt. Mitglieder, Ausrüstungswechsel. Sofort mal den Keramikhelm ablegen. Teufelshelm reintun, damit Black Rose alles hat, was sie braucht. Okay, Team Skills einsetzen. Wen haben wir denn hier? Ein Skateboard-Arc. Oh, die kennen wir schon. Außerdem diese lustigen Lichtgegner hier, die Spectre, also Dunkelheitsgegner, wofür wir Lichtangriffe brauchen. Zoom, wurde das Wort wiederbelebt. Das ist nicht schön. Komm, nochmal Skills drauf. Wir töten hier alles einfach, wenn es wiederbelebt wird. Funktioniert doch eigentlich ganz gut. Die Gegner fallen schnell um, aber Ark hat auch gerade sehr viel Schaden genommen. Ich würde vorschlagen, dass wir das ein kleines bisschen gleich hochheilen, wenn es sein muss. Erstmal Skateboard-Ark einziehen. Virusinfektion ausgebreitet. Wieder nicht der Viruskern, den ich hätte haben wollen. Okay, wieder auf den Spectre drauf. Wir greifen ihn mal nochmal an, in der Hoffnung, dass wir ihm die Daten entziehen können. Fragezeichen. Jawohl, Schutz gebrochen. Perfekt. Datenentzug. Oh, Infektion ist schon wieder im Gefahrenbereich. Das ist nicht gut. Mal gucken, was wir kriegen. Dämonenmantel. Auch nicht unbedingt das, was ich haben wollte, aber hey, immerhin. Und der nächste Skateboard-Arc. Schutz ebenfalls gebrochen, aber ich entziehe die Daten jetzt mal nicht, sondern wir gucken, dass Infektion wieder ein bisschen zurückgeht. Elementtreffer gegen das kleine Viech da vorne. Außerdem eine Kiste mit die Liebenden drin. Ich habe da noch eine Kiste gerade gehört. Komm her, Kiste, Kiste, Kiste. Komm in mein Inventar. Ah ja, eine Donnerrüstung. Oder so in der Richtung. Ring, noch ein Raum mit Gegnern, was es nicht alles gibt hier. Mehrere Räume mit Gegnern, die wir bekämpfen müssen. Team Skills. Dann wechseln wir mal schnell die Ausrüstung, damit wir wieder unser Bombayi drin haben. Okay, sind wir in Reichweite für Angriffe? Fragezeichen. Jawohl, Donnerwirbel gegen den Spectre. Ah, Dunkelheit. So, Elementtreffer, sehr gut. So gehen Kämpfe schneller. Außerdem haben wir der Gehängte erhalten. Kisten, keine Kisten. Dann keine Kisten. Dann gehen wir stattdessen weiter in den Norden und finden noch einen weiteren Encounter plus einen Feuersturm davor. Team Skills raushauen auf die Spectre und was hier sonst nicht so alles auftaucht. Wieder Donnerwirbel. Wupp, sofort tot.
Ich liebe unsere Lichtausrüstung. Sie ist so schön effektiv. Verdammter Skateboard-Arc, hör auf, den wiederzubeleben. Töte den Spectre einfach nochmal, während unsere Kollegen den Skateboard-Arc erledigen. Wump, Spectre ist wieder tot. Und diesmal sind beide gleichzeitig gestorben. Mistige Viecher aber auch. Okay, Elk, ich würde sagen, du heilst mal ganz kurz unser Team. Oder Raph, weil Kite sehr, sehr niedrig ist in seinen LP. Auch wenn es sehr teuer ist, wenn er heilt. Und dann brauchen wir einen Glücksdraht hier vorne für diese Fallenkiste, die aufgetaucht ist. Falle ist entschärft worden. Wir erhalten Donnerhandschuhe. Sie wird uns immer noch hinterhergeworfen, die Donnerausrüstung in Mutation. Ring sieht hier vorne noch einen kleinen Rundkurs, aus dem wir hier laufen. Das heißt, wenn wir links rumgehen, werden wir bestimmt auch nochmal ein, zwei Encounter finden in den Zwischengängen. Außerdem wieder mal ein Spectre. Diesmal scheint kein Skateboard-Arc dabei zu sein, der ihn beschützen kann. Und Elementtreffer mit einem Riesenangriff gegen dieses kleine Vieh. Ja, das war Overkill, aber es hat funktioniert. Ey, gute Arbeit. Glücksdraht, eine weitere Falle entschärft. Yay, nochmal eine Donnerrüstung. So viel Donnerkram. Und der Tod. Ich wette, die Buffs fangen jetzt gleich an auszulaufen. Nächster Raum, ab nach links. Da finden wir Spectre en masse. Das heißt, nochmal, Donnerwirbel. Wir können sogar beide treffen. Vielleicht sterben sie auch beide. Jawoll. Double kill. Gute Arbeit, Kite. So muss das aussehen. Ein paar Erfahrungspunkte fürs Team und Level Up! Sehr schön, sehr schön. Level Up können wir gebrauchen, besonders wenn wir gleich gegen so einen großen Boss antreten sollen. Hysteria, auf sie! 3218 Elementtrefferschaden. Ja, ich glaube, Hysteria ist gerade gestorben. Skateboard-Arc, Schutz gebrochen. Wir riskieren es, glaube ich, lieber nicht mit dem Datennetzwerk. Wir töten ihn einfach so. Bump, Skateboard-Arc besiegt und nehmen hier von außen das Gold ein mit. Sehr gut fürs Grundgezüchten, wie wir wissen. Okay, dann, Moment, Black Rose, Ausrüstungswechsel. Wir brauchen mal wieder den Keramikhelm, um gleich durchzubuffern. Denn, wie zu erwarten war, laufen die Dinger geradeaus. Okay, erstmal Ricky Geem, bitte auf den lieben Elk da vorne. Weil, wenn ihm Regime ausläuft, dann kann er gar nichts mehr tun, so teuer wie seine Skills sind. Obwohl er Regime drauf hat, sehen wir, dass seine SP recht niedrig sind. Trotzdem kann er die ganze Zeit zaubern, wie wir merken, weil er also dermaßen schön schnell regeneriert. Okay, jetzt haben wir da vorne einmal den Rundkurs aufgedeckt. Jetzt können wir wieder nach Norden weiterziehen. Mal gucken, ob wir so langsam sicher auf unser Ziel zulaufen. Es geht nach B3 runter. Ist doch schön, ein effektives Kampfteam dabei zu haben und nicht mit drei Twinblades zu spielen. Ionenschlag, wieder mal. Auf der anderen Seite gibt es auch noch eine Kiste mit dem Mond drinnen. Okay, eine weitere recht leere Ecke der Karte. Ah, Kampf. Okay, da geht's doch noch weiter mit Kämpfen. Okay, ich hoffe mal, Regime und Rixane brauchen wir nicht unbedingt auf unseren anderen Charakteren. Das ist auch nur ein grüner Wurm. Ah, die können wir mit Elementtreffern treffen, aber sie sind trotzdem ziemlich stark, muss man sagen. Da wird das Akatsuki uns helfen können. Also Akatsuki, Orchidee. Oh, Moment, das bringt ja gar nichts, ist ja selbst weit. Ah, machen wir halt den Feuerangriff. Go, go, Feuer! Komm schon, Elk, du bist unsere größte Hoffnung hier, was Angriffe angeht. Du machst immer noch den meisten Schaden mit deinen Zaubern. Stimmt, grüner Wurm, bitte kein Feuer spucken. Brav, hat kein Feuer gespuckt. Das macht mir immer viel zu viel Schaden, wenn ich tatsächlich hier Feuer rauskriege. Und die Liebenden in dieser Kiste hier erhalten. Was hat denn der Wurm gedroppt? Der Wurm gibt uns Sturmhände. Ach, hätte ein größerer Drop sein können, aber was soll's. Außerdem ein Meteorschwarm. Okay, sonst noch Encounter. Jawohl, noch eine weitere Ecke mit die Liebenden und Spectre. Spectre ist gut. Spectre kriegen wir mit dem Bombayi niedergemetzelt. Moment, dafür müssten wir das Bombayi nur auch ausgerüstet haben. Komm, Bombayi, wir brauchen deine Hilfe. Mal ein bisschen mehr in die Nähe von dem Kerl gehen und Donnerwirbel drauf. Wums, Donnerwirbel. Schutz gebrochen. Ah, er ist nicht gestorben. Beeindruckend, er ist tatsächlich genug ausgewichen, damit er nicht gestorben ist durch unseren Skill-Angriff. Na dann, Donnerwirbel auf den anderen Spectre. Der hatte schon zu viel Schaden genommen, der hatte nicht wirklich auch nur die geringste Chance zu überleben. Kampfmodus aus, Kampfmodus aus, the world. Da, haben wir es langsam mal. Sollten wir nicht langsam mal am Ziel ankommen hier in diesem Stockwerk. Skills drauf, es ist nur ein Skateboard-Arc, das kann ja nicht so schwer sein. Komm, Donnerwirbel drauf, wir haben ja auch eine Donnerausrüstung dazu, kann ja nicht so wenig Schaden machen. Schutz gebrochen, das Skateboard-Arc und Skateboard-Arc besiegt. Gute Arbeit, Team. Auch die anderen Buffs laufen so langsam aber sicher nacheinander aus. Irk, und wir sind langsam geworden. Fällt mir gerade auf. Oh Gott, hier ist noch ein Encounter drin. Ja, es ist wieder mal ein Wurm. Okay, dann Staccato drauf. Drilling hat Walter dran. Wer versucht, Waldelementar angegeben, den einzusetzen von unseren Kollegen, Idioten hier? Ah, alle Dungeon-Portale sind offen. Ich wette, Black Rose.
Sehr gut, das heißt, das hier ist das letzte Mal, dass wir hier gegen irgendeinen normalen Portal-Mob kämpfen müssen. Das nächste, wow, wird auf jeden Fall irgendein Boss sein. Und da hat er gerade sein Feuer auf uns gespuckt. Komm schon, Team, komm schon, ich glaube an euch. Jawoll, ja. Wir haben die Liebenden und der Worm ist gefallen. Ich will jetzt nicht extra nochmal sinnlos durchbappen, bevor wir zum Boss kommen. Ich warte lieber, bis wir kurz vorm Boss stehen, um dann alles gleichzeitig hintereinander wegzumachen, damit wir voll durchziehen können. Ola Ref, bitte, das wäre schön. Wir sind gerade sehr, sehr down, wenn ich unsere Werte hier mal so ansehe. Dann Skill zuweisen, wir könnten Ref gebrauchen. Dann setzen wir auch selber einen Skill ein. Staccato auf uns selbst. Nein, ich hätte gerne Ref. So, dann heilen wir einmal Kite, dann heilen wir einmal Black Rose. Kite braucht immer noch ein kleines bisschen mehr Heilung. Also Skill zuweisen, Ref heilt Kite nochmal hoch und Ref auf dich selbst. Dann sind wir alle glücklich und zufrieden. Ching, ching. So, alles was übrig bleibt ist, dass wir Elk irgendwann die SP nochmal hochgebufft haben. So, und da sehen wir den lila Nebel, der uns ankündigt, dass wir vor einem Bossraum stehen. Bei dem Kerl, den wir die ganze Zeit hier verfolgt haben, können wir uns also auf einen wirklich großen Kampf freuen, sobald wir da reingehen. Ja, dann würde ich sagen, Team, stärkt mal wieder, aber erst beim nächsten Mal. Jetzt ist wieder eine kleine Pause angesagt vor dem großen Kampf. Also, bis zum nächsten Mal. See ya.